Recht herzlich willkommen zur 139. Folge von City Skylines. Ja, der MAZ oder MAZ, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, hat sich gemeldet und hat mir gesagt, dass das Problem, was ich wohl habe an den Friedhöfen, daran liegt, dass ich sie vielleicht gar nicht die Sache so ein Krematorium zu wenig habe und beim Müll die Müllverbrennungsanlagen wahrscheinlich nicht genug sind. Das nächste ist, die können hier nicht abgeholt werden, einfach aus dem Grunde, weil hier vielleicht ein Verkehrsstau vorliegt. Da sollten wir dann mal reingucken. Ja, da sind ein paar rote Stellen zu viel vielleicht drin, ne? Das könnte wohl sein, ja. Ja, da müssen wir mal auf Dauer gucken. Obwohl. Ja, hier ist jetzt Verkehrsschwierigkeiten sind hier. Jetzt haben wir hier noch sogar eine Straßenbahn, die da reinbiegt. Diese Kreuzung macht jetzt hier zum Beispiel ein Problem. Ja. Aber das Wegkriegen ist ja immer etwas schwierig, ne? Das wissen wir ja mittlerweile schon. Hier sind auch rote Kreuzungen, geht aber alles noch. So, hier würde ich jetzt nicht sagen, dass das das Problem ist. Da ist ein hohes Aufkommen, ne? Also diese Kreuzung, wie gesagt, okay, ist hier zum Beispiel relativer langer Stau, ne? Hier dieser Kreisverkehr, der war schon immer ein Problem. Ja, das ist schwierig da, ne? Hatten wir hier nicht schon so eine Umleitung irgendwie gebaut? Ne, haben wir nicht. Doch, das ist, geht doch hier rein, oder? Die können hier abfahren und dann darüber. Und die hier abfahren, wo fahren die denn dann alle noch hin? Also der Kreisverkehr, der bringt's dann gar nicht, ne? Soll es ja angeblich bringen, aber ich sehe, dass es nicht bringt. So, die, die da rechts abbiegen, die fahren da lang. Und da fahren relativ viele auch lang. Also das teilt sich immer noch gleich auf, obwohl es hier eine Abkürzung in Anführungsstrichen gibt, ne? Die stehen dann hier. Ja. Also hier sieht es nicht gut aus. Hier ist auch so ein Riesenstau. Wäre jetzt dann zu überlegen, diese Straßen auszubauen. Also das ist ja hier so rum, ne? Wohl. Ja. Dann wäre schon hier zu überlegen, Straßen so zu machen, dass sie nicht mehr in beide Richtungen nutzbar sind, oder wie? Einbahnstraßen also. Also hier muss eine größere Straße hin, würde ich mal sagen, ne? Gucken wir mal, kriegen wir das umgebaut? Würde gehen, würde gehen. Ein Hausverlust ist halt so, ne? Und da noch ein Haus mehr Verlust dann. Können wir jetzt nicht ändern, würde ich sagen. Nehmen wir jetzt in Kauf. Und ja, am Bahnhof lang würde dann auch wieder Häuser abreißen bedeuten, ne? Ich mach's erstmal nicht und gucke mir erstmal an, wie es weiterläuft. Ach so, wir könnten vielleicht doch da auch noch gerade die Brücke weiter nach hier mehrspurig machen, oder? Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Da geht's nicht wegen zu nah an dem Friedhof hier. Wird aber auch passend sein, denke ich mal. So, nochmal da rein, gucken, was sich da entwickelt oder auch nicht. Okay, die Straße nimmt natürlich jetzt mehr Verkehr auf. Ist dadurch nicht mehr knallerot. Zum Bahnhof hin und dann, ja, wo fahren sie lang? Hier ist eigentlich eine große Straße für die beiden Spuren hätte gereicht, ne? Aber wir können das auch hier so machen, dass wir das einbahnstraßentechnisch führen, oder? Ja. Dann machen wir das da mal einbahnstraßentechnisch. Das sind ja normale zweispurige Straßen, ne? Auf jeden Fall die rechte. So. Das bedeutet, die müssen jetzt
definitiv darüber fahren bin. So, und dann brauchen wir das gleiche nochmal, aber ja, mit Straßenbahnanschluss. Ne, das war U-Bahn, das Straßenbahn. So, also. Auch das hier auswählen und so machen, ne? So, dann kann keiner mehr reinfahren. Der muss jetzt drehen, weil er da nicht weiter... Ne, der muss nicht drehen, ist ja Quack. Die müssen hier noch weg. So, der LKW ist weg und wenn der weg ist, dann geht's weiter. So. So, jetzt bedeutet das die Straße da lang, die Straße da lang. Und hier ist es jetzt dann auszubauen, oder wie? Anders geht das dann wohl nicht, ne? Also hier ist ja Ruin. Stopp mal. Ich sehe gerade, da müssen wir etwas ändern, weil die Straßenbahn fährt nur eine Spur da auch lang. Okay, das bedeutet, hier muss definitiv auch die Straßenbahn langfahren. So, jetzt fährt die Straßenbahn dann auch wieder da lang, würde ich sagen, ne? Eine und zwei Straßen. Ja, wird wohl so sein. Gut. Ja, jetzt sieht man das hier auf dem Bild auch ganz nett, ne? Ja, funktioniert eigentlich. So, aber hier ist jetzt das nächste Problem. Da muss dann Straße. Und ja, eigentlich vierspurig, ne? Und das wird schwierig, weil da meckert schon einer, weil da irgendwie ein Gebäude wahrscheinlich ist, was nicht, ne? Sag schon. Weggerückt werden kann. Weil es irgendwie ein öffentliches ist oder so, ne? Ja, ich glaube, das ist es, oder? Ich weiß es nicht. Was haben wir da? Eine Apotheke, ne? Das ist dann... nicht das Gebäude. Convention. Oberschule. Ist das schon die Schule, die das Problem da ist? Eine Drogerie. Also das kann ja definitiv abgerissen werden dann da, ne? So. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Wow. Das ist gar nicht gut. Wir machen gerade 20.000 Miese. Ja. Und wo waren die Kredite? Wirtschaft. Darlehen. Und wir müssen das letzte noch nehmen, ne? Ja, müssen wir gucken. Straße. Straße bauen geht immer noch nicht. Er sagt, das muss alles abgerissen werden, wenn. Das ist ja gut so, aber wo ist da jetzt das Gebäude? Was sagt, ich kann nicht. Da, U-Bahn-Eingang, alles klar, jetzt sehe ich ihn. Der U-Bahn-Eingang ist es. Ja, der geht dann nicht. Und jetzt ist das Geld schon wieder alle. Also hier ist ein schwieriger Knotenpunkt mit der U-Bahn auch und so, ne? Okay. Warte mal, ist das das auch dafür wegmachen? Tatsächlich. Ja, okay.
Das ist das nächste Problem. Aber warum wäre schon wieder so viel Geld? Ne? Der MAZ, der hat auch geschrieben, ich sollte mal gucken, dass wir die Steuern erhöhen. Machen wir dann jetzt als nächstes, ne? Bringt ja nichts. Von den. Also hier machen wir mal 10%. Hier machen wir 11%. Da auch 11%. Und warte, die beiden Achte vor allem, das 10 machen. Die lassen wir so. Die armen Teufel. Da machen wir 10 und hier können wir auch 10 machen. So, das sollte dann ein bisschen besser werden. Ist aber auch noch nicht. Wenn das da unten die Zahl jetzt schon ist, die aktuelle, dann läuft das schlecht. Und es gab einen Tag-Nacht-Button hier. Den habe ich jetzt noch nicht dabei, ne? Tag-Nacht-Button. Ich sehe den jetzt allerdings nicht, ne? Ach, da ist er. Ach, der untere ist... Ah, das ist ein Doppelter. Okay, jetzt verstehe ich. Okay. Das muss man auch sehen, ne? Das würde bedeuten... Strom wird wahrscheinlich tagsüber weniger gebraucht wie nachts, ne? Ja. Achso, wir hatten das ja auch hiermit verglichen, ne? Verfügbarkeit Strom. Ja, tagsüber ziemlich viel wahrscheinlich. Haben wir Tag, das ist die Frage, ne? Wann haben wir Tag, wann haben wir Nacht? Da jetzt die Dingens leuchten, haben wir Nacht. Ich hätte jetzt gesagt, jetzt müsste eigentlich mehr Stromverbrauch sein wie am Tage, ne? Das bedeutet ja eigentlich, dass es... Jetzt fällt er gerade runter. Auch interessant. Haben wir denn was geändert? Eigentlich nicht, oder? Ich habe das doch hochgeschraubt, wenn sogar. Mach das mal so. Wasser? Braucht man tagsüber mehr Wasser wie nachts? Gute Frage, ne? Ich glaube, nachts braucht man weniger, tagsüber mehr, weil gekocht wird und ich weiß nicht, wann jetzt Tag und Nacht ist, ne? Müllabfuhr in der Nacht. Eher weniger. Arzt haben wir schon runtergeschraubt. Gesundheitswesen. Feuerwehr in der Nacht. Oder am Tag? Gute Frage. Ich glaube, das Budget war ja jetzt erstmal sowieso runtergeschraubt, wegen ist noch genug da, ne? Da oben war gerade ganz viel rot zu sehen hier. Ja, da schrauben wir definitiv auch was runter. Ich glaube, in der Nacht können wir sogar auf 80% gehen. Ja, am Tag. Und nachts müssen wir schon mehr auf die Verbrecher aufpassen. Schulbildung in der Nacht kann eigentlich ganz runter, ne? Das waren Parks, ne? Ja, nachts brauchen die gar nichts. Lassen wir so. Das war einzigartige Gebäude. Die nehmen wir tagsüber auch runter. Jetzt sind wir schon ganz viel im Plus, sehe ich. Auch interessant. Dann das lassen wir mal so. Und dann gucken wir mal, dass wir das Plus ganz viel stark nach oben kriegen, ne? So, Wasser, Strom ist okay, Wasser ist okay, Bildung ist dann schon schlecht. Das heißt, wir gehen nochmal in die Bildung rein. Bildung, Bildung, da. Machen wir mal 90%. Nee, dann machen wir sie ruhig wieder auf 100%, weil wir gerade auch so viel Plus da unten stehen haben, ne? Obwohl, jetzt wird es ja auch wieder schnell mies, ne? Also mies weniger. So, nochmal durchgucken. Bildung ist jetzt auch in den grünen Bereich knapp gewandert. Gesundheitswesen ist immer noch gut.
Stufen, das ist alles jetzt nicht das Entscheidende. Verkehr. Hier Feuer. Sicherheit. Gefahr ist niedrig, also kann so bleiben. Das war ja alles gut erstmal, würde ich sagen. Kriminalität ist super niedrig. Könnte man noch runterschrauben in dem Sinne. Ja, wir haben 7000 plus, das können wir erstmal laufen lassen. Dann müssen wir später wieder gucken, ne? Also hier ist jetzt dann, ja, das Problem hier. Da müsste man die Straße etwas umlegen, wahrscheinlich. Ist davor denn ein Stück Straße zu machen? Dieses Stück geht auch nicht, wegen dem tollen Bahnhof hier. Die kommen da rausgefahren? Wollen die mich jetzt ärgern oder was? Wo kommen die denn her? Zur U-Bahn oder was? Das ist wohl ein bisschen buggy, oder? Na, jetzt haben wir hier schon einen riesen Stau, ne? Also hier ist auch ganz schlecht. Was machen wir da? Tendenziell neige ich dazu, diese Kreuzung rauszunehmen. Es fährt da, also das hier ist sowieso eine Straße, wo gar keiner fährt. Da kann ich sie hier auch abbrechen. Jetzt fährt da gerade einer durch, ne? So, der ist weg. Ich nehme die weg und ziehe ein Stück Neues. Aber nur hier das Stück. Keine Verbindung. Ich mache das nicht zu, ne? So, damit ist diese Straße schon mal besser. Dieses Stück könnten wir überlegen, anders zu regeln. Was ist das für ein Geschäft? Das ist auch wieder was anderes, ne? Das ist eine Arztpraxis, okay. Ja, gestaltet sich jetzt schon schwierig, ne? Das alles wegreißen. Das ist eine Schule. Okay, das bedeutet, die kann man nicht wegreißen. Gehen wir hier hin. Dann machen wir das mal weg, da da keiner baut. Und ja, das ist jetzt hier, müssen wir verschieben dann. Können wir bestimmt auch, oder? So, das verschieben wir. Und zwar nach da. Geht nicht. Warum will er da nicht hin? Kann ich mir nicht leisten oder was? Doch, da geht's. Dann machen wir es da hin. Finden die schlecht und dann wieder gut. Auch interessant, ne? Gut, ja. Jetzt würde ich sagen, muss diese Straße dann noch erweitert werden. Geht das? Das I. Ne, will er auch nicht, wegen dem Haus hier. Gestaltet sich gerade so richtig schwierig hier. So. Bedeutet, ich würde jetzt gerne trotz alledem hier eine Straße durchbauen. Kann ruhig mit Bäumen sein. Muss das sein? Dann muss die da weg. Dann machen wir sie so. Kriegen wir das hin, ohne was abzureißen? Nein, geht sowieso nicht. Zack. So. Straße wieder weg. So, die können da lang fahren. Und diese kann dann weg. Das würde bedeuten, wir machen hier mal gerade eine Einbahnstraße raus. Dann fährt da gleich keiner mehr rein, ne?
Oh, falsch rum die Einbahnstraße. So, jetzt drehen sie alle rum. Da fährt keiner mehr rein. Ist die Frage, wann sie diese Straße da annehmen, ne? Ah, da haben sie jetzt auch schon angenommen, glaube ich. So, die ist gleich leer. Und da wird es jetzt wieder schwierig, die zweispurig da zu bauen wegen dem Feuerwehrhaus, ne? Ja, geht nicht. Dann bedeutet das, dieses hier muss weg. Ach so, man kann das auch mit Rückbau machen dann, ne? So. Dann würde ich sagen, diese Straße da so lang. Also das weg, das weg. Ich kann jetzt hier rechts klicken, dann werden die da ausziehen. Und dann läuft das nachher, oder? Kann das sein? Ja. Dann schmeiße ich die nicht so abrupt raus. Dann ziehen die erst vielleicht alle aus. Ich weiß es aber nicht. So. So, das bedeutet wiederum diese Straße, dort, dort, da, nach da, später. Muss das Stück erst wieder weg. So. Und später nach da. Ne? Sollte dann auch gehen, wenn ich dieses hier weg habe. Wenn ich das weg habe, bedeutet aber auch wieder, dass das da weg muss. Verschoben wieder. Ja, ich glaube, wir sind für die Folge erstmal wieder an einem Ziel, wo ich weiß, dass wir das in der nächsten Folge dann machen. Weil diese Folge zieht sich schon verdammt lang hin. Nochmal dahin. So, das bedeutet, das kann weg. Die müssen sich gleich eine andere Straße suchen hier. Hier will jetzt sowieso keiner mehr lang gerade. Nochmal. Nochmal. Wie, die gibt es nicht als Einbahnstraße? Nur die? Okay. So, gucken wir mal gerade. So, lass die da alle hinfahren. Und jetzt drehen wir es um. Die zwei sind schon umgedreht. Ah, jetzt fahren sie alle andersrum. Ja. So, wenn die dann weg sind, dann kann ich sie auch abreißen. Die suchen sie jetzt alle eine neue Strecke. Jetzt kommen zu viele, ne? Ja, kommen immer mehr. Das kriege ich nicht so hin. Ja, ich muss es so abreißen, ist jetzt so, ne? Dann klappt das nicht. So, jetzt hier geht's weiter. Da geht's weiter. So. Das kann da weg. Das ist sowieso nicht zu gebrauchen, wie man gerade sieht. Weiß gar nicht, woher das noch rührt. So. Jetzt ist die Anbindung nach da schon mal viel besser geworden. So, das hier muss aufhören. Das geht auch gar nicht.
So, keiner da. Fertig, weg. Die bitte auch alle weg. Die Feuerwache hat jetzt keinen Anschluss. Weg. Können wir die dann verschieben, ne? Ne, Straße weg. Dahin. Fertig. So, gut, okay. Aber ich würde jetzt mal sagen, für die Folge soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.